Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Adventure Map. Ich muss mich noch für was rechnen für die CSGO-Klammer. Hurensohn! Dominik, wir haben noch unser Schlagabkommen gehabt. Nee, stopp. Wir haben unser Schlagabkommen. Nein, das Schlagabkommen mit Daniel ist jetzt so, dass ich dich runterschlagen werde, beziehungsweise Daniel dich runterschlagen wird, wir uns in Ruhe lassen, damit du nicht wieder so kommst, ja, ich schaffe jetzt alles. Stimmt, das hatten wir. Mann, ich hab gedacht, da kannst du dich wenigstens nicht dran erinnern, weil das... Och, Mann. Warum könnt ihr euch alle noch daran erinnern? Ich hab die Aufnahme vom letzten Mal. Ach ja, Daniel, du musst noch an dein Thema anhängen. Ja, nein. Genau, ja. Doch, die Zuschauer sind jetzt... Nee, das interessiert die. Interessiert euch die Weihnachtsgeschichte von Daniel? Also wenn ja, dann schreibt das in die Kommentare. Nein, Spaß. Daniel, sag es jetzt. Sag es, sonst komme ich eigenhändig vorbei und köpf dich. Weil ich bin gerade ein bisschen pissed auf Daniel, weil er nicht zur Aufnahme erschienen ist. Zur Aufnahme erschienen, Mann. Ja, das ist ein Thema. Ich bin ein richtig böser Bube. Ich weiß, Daniel. Ich bin ein Bad Boy. Daniel ist Bad Boy. What you gonna do? What you gonna do? Nee, for you. Das heißt, weil sie kommen ja vor dir. Das heißt, Mann, kennst du den Film nicht? Bad Boy, den Film oder was? Ich hab mir heute Bad Boys 2 erstmal nochmal angesehen, richtig nur wieder Film. Den Film kenne ich immer. Was? Dein Ernst? Die Drogendealer schlechthin aus Miami? Nee, doch, ist Miami, oder? Oder? Ach, so schlecht heute. Ja, Pascal. Ich denke nicht, dass ich diese Challenge schaffen werde. Ich bin heute schon. Oh, scheiße. Danke, Dominik! Ach, jetzt hängt das mit dem Schlagen von deinem Mami! Boah, Pascal. Kannst du mich versuchen? Ich hab die ganze Aufnahme Zeit. Du hast die ganze Aufnahme Zeit. Eine Aufnahme. Aber ich muss sagen, ich hab mal jetzt in letzter Zeit mal wieder richtig Bock auf Adventure Map. Und Leute, wie geht's euch so? Mir? Willst du wirklich die Frage jetzt stellen, Daniel? Willst du sie stellen? Du hast gesagt, der ganze Zug geht's eigentlich. Den ganzen Zug. Geht's eigentlich ganz gut. Wie wir wissen, mag Daniel Züge. I like ich mag Züge. Und dann wieder runter. Hab ich noch die Musikbox? Lass mich runterfallen. Entschuldigung, dass ich runtergefallen bin. Ja, Daniel, inkompetent, sag ich nur. Ach, fick doch die Scheiße. Doch, verdammt, Alter, da falle ich genau da, wo ich Jo, dann schlägst du mich auch noch. Ist klar. Ja, du bist ja nicht auf der Challenge. Oh, wow. Alter, ich sollte schon mal anhalten. Besser. Nee, am besten alles in einem. Daniel! Hä, was? Ich hab nichts gemacht. Ich hab dich nicht geschlagen oder so. Ich hab dich nicht geschlagen. Bring dich um, Pascal. Du wirst dein Leben nicht mehr froh. Na komm, mach doch den Block kaputt. Ja, guck mal, er will dich schlagen. Dann mach doch den Block kaputt. Alter. Ich prügel dich tot. Wenn Pascal jetzt den Block kaputt gemacht hätte, hätte er einen Strike bekommen. Ja, was bringt ihn denn der Strike? Nix. Mann, ey, was musst du denn da noch machen? Ja, ab der nächsten... Ganz im Ernst, du musst dann seine eigene Scheiße essen. Ja. Das will auch jeder sehen, wie Pascal einfach seine eigene Scheiße frisst. Ab der nächsten Map gibt's erst wieder Strafspiele, Daniel. Komm, lass uns hier wenigstens noch in Frieden und ganz schnell fertig machen. Das wäre voll das Good Game im Worten. Dominik, ich hab gesagt, lass uns hier in Frieden noch fertig machen. Das war jetzt nur, weil du mich runtergeschlagen hast, ja? Okay, einen hast du noch offen. Ja. Ich hab jetzt hier mindestens 3 offen. Nee! Keine 3. Ich bin der Mother-Genie, merkst du? Ich hasse Eis. Ich bin genauso verstaubt wie Daniel, Mann. Also, im Sommer esse ich gerne Eis. Wow, Alter. Wow. Seht ihr eigentlich der eine offene jetzt? Seht ihr eine offene jetzt eigentlich? Wenn ich nur den Versuch wage, dich runterzuschlagen, oder wenn ich dich allgemein runtergeschlagen hab? Wenn du mich einmal runtergeschlagen hast. Und den kann ich mir aufbewahren für die ganze Map. Für diese Challenge. Nee, für die ganze Challenge. Map. Ich würde sagen für die ganze Map. Nee.
Ja, für diese Challenge, weil ihr bekriegt euch jetzt gerade nur in dieser Challenge. Guck mal, du hast dich auch in der scheiß Zaun-Challenge Oh ja, da hattest du Daniel übelst auf Aggro. den einen Sprung vorm Ende hat er mich da runtergeschlagen. Ja, Und dann, weißt beim zweiten Mal musste ich da unbedingt schnell rein, bevor Dominik wieder kam, um mich runterzuschubsen. du warum? Boah, weißt du das noch? Ich dachte, er kann sich nichts merken. Oh, ich hab die falsche Ich kann Taste mir gedrückt, gut scheiße. merken. Du kannst dir gut Sachen merken, aber weißt du mir, dass du deine Geschichte erzählst, was du immer noch nicht erzählt hast? Das wird Dann. immer ein Geheimnis. Nein, Oh, du hast in der Maga. letzten Aufnahme versprochen, dass du das sagst, wenn wir uns daran erinnern Ja. können. Und wir konnten uns daran erinnern, also kannst du es jetzt auch raushauen. Also, Moment, Pascal, habe ich das glaube ich schon erzählt. Kann sein, ja, mitunter. Aber Wenn du. das mit der Taschengeschichte war. Übrigens, das schreiben wir noch voll oft. Haha. Tasche? Tasche? Ach ja, Tasche, Tasche, Ihre genau. Tasche ist offen. Ja, ich weiß, was du Ihre meinst. Tasche ist offen. Was? Das ist voll witzig. Also, ich bin von der Schule auf dem Weg nach Hause. Boah, ich bin zu Mein blöd für einen Rucksack war Action-Mass offen. machen. Und Der dann kam ein Rucksack Mädchen. war auch... Oh Mann. Dann kam ein Mädchen von hinten und hat so gesagt, Entschuldigung, deine Tasche ist offen. Und ich so, Dankeschön. Und dann habe ich mir so gedacht, Dominik sagt doch immer, man soll eigentlich mal so ein bisschen auf Angriff gehen und so. Leute, siehst du, hat geklappt, ne, wenn du noch mit dir schreibst. Ja, und dann habe ich so gesagt, wie kann ich mich revanchieren? Und sie so, keine Ahnung, ich gebe dir einfach mal meine Nummer. Zing! Da darf ich fragen, ob die dick ist oder nicht. Die ist nicht dick. Boah, Daniel, du Player. Ist ja besser als bei Pascal Fick dich! sein. Entweder sind sie richtig, hässlich oder sie sehen aus wie Pascal. Also fett. Stimmt, Dominik hat sie ja noch gar nicht gesehen gehabt, ne? Gesehen Nee. gehabt, Alter, du mit deinem Die ist Partizip nicht, die ist nicht fett, aber... 3. Hässlich. Nein, Weißt du, sie ist nein, sehr fett, nein. So aber direkt wollte ich hässlich. das nicht sagen, aber ich habe nur ein Foto von der gesehen und darauf war sie wunderschön aus. Naja, ich könnte jetzt noch eine gewisse Äußerung machen, womit ich mich bei manchen unserer Livestream-Zuschauerinnen nicht so beliebt mache. Ich weiß gar nicht, ob die dieses Format Alter! gucken. Weiß ich Die nicht, gucken doch boah. nur das Wenn Format das von jetzt unserem Boy. keine Aufnahme wäre, würde ich Dominik jetzt mal so eine richtig hässliche Frage stellen, ne? Aber das kann ich in die Aufnahme bringen, weil ich weiß, Oh, sie du. guckt so. Wie guckt sie? Weißt du, ich schicke ihr extra den Link dafür, dass sie sich das anguckt. Und dann dazu, wenn ich noch so ihrem Typen es senden. Oh Mann, ein Glück weiß es keiner außer mir. Der Ja. Vertrieb dazu. Aber Schöne ganz Grüße im an dich. Ernst, Also Alter. wir wissen, der Typ kennt unsere Videos. Oder ihr Typ, ja. Und viele Grüße an dich. Ich hoffe, es geht dir gut. Und vielleicht macht noch mal was miteinander. Ich hasse Ey, diese Pascal, Challenge, ne? Das. du bist gerade richtig scheiße, oder? Ja. Ich verkacke Ey, jeden. das wird unser Tag heute. Wenn Pascal heute richtig scheiße ist, Eng. Oh dann. Mann, Alter, trotzdem kriege ich die Boah, manche ich krieg Sprünge. diesen scheiß Eckensprung da gar nicht Jetzt mal mehr ganz im Ernst, manche Sprünge von denen sind doch eigentlich voll einfach. Ja, ich komme ja auch bis zu einem bestimmten Sprung, aber dann mache ich so einen Scheißsprung und springe einfach gar nicht. Oder ich Bis zu sprinte welchem halt Sprung nicht, kommst du weil ich denn? die Wand berühre. Boah, bis zu welchem Sprung kommst du denn immer? Ungefähr hier Oh, hinten. Hier bis zur Dominik, ist hier Ecke. links! Dominik, ab hier wird's heikel meistens. Ja, also ich krieg diesen Ecksprung gerade nicht hin. Sound muted. Jetzt gerade nicht stören bitte, ich nehme auf. Was möchtest du? Hast du Ravioli gehabt? Ja, ich habe gegessen. Gut, alles. Sound Aber muted. ich weiß ja noch, wenn Pascal weiterkommen sollte, Ja. dann auf ihn wartet. Also ich meine, ich überlege ja schon fast. So. Scheiße. Das war der Schlag! Nein, du bist nicht runtergefallen, Pascal. Egal, das war der Schlag, Nein, Dominik! nein, Wir haben nein, gesagt, nein. ein Schlag hast du offen! Nein! Dominik! Oh Dominik! doch! Dominik! Dominik! Darf ich ausreden? Ich habe extra vorher gefragt, ob ich nur den Versuch auf habe oder bis du runtergefallen bist. Und du hast gesagt, bis du runtergefallen bist. Deswegen habe ich vorher extra gefragt.
Ah, fick dich. Daniel, jetzt musst du mich nicht auch noch schlagen, ne? Das war keine Absicht. Ja, okay, Daniel. Merke ich mir, nein. Das war wirklich keine Absicht. Hallo, Pascal. Hallo, Dominik. Wie geht's dir so? Ganz gut, ne? Wie fühlt es sich an, wenn ich hinter dir bin? Du weißt, Karma, es kommt alles irgendwann wieder auf dich zurück. Ich weiß, du hast mich ja geschleift. Wieso habe ich eigentlich Slimeballs in der Hand? Weil wir mal welche bekommen haben. Wenn ich nur bis da zur Ecke kommen würde, ne? Die Leiter sind ja einfach. Stimmt. Bis hier? Ja! Die Leitern sind ja easy. Leiter ist voll scheiße. Nein, Leitern sind immer easy. Hi, Dominik, böse. Nein! Machst hier einen auf den Goofy? Nein! Ja, so ungefähr. Ey, spring, du! Ich weiß nicht, ich würde genau den Sprung wie Daniel. Nein! Nein! Ja! Ja! Oh, Daniel, bitte. Daniel hat die Leiter geschafft gehabt. Geschafft hat, Alter. Pascal, sag mal, weißt du, was ein Partizip 3 ist? Kannst du mir das mal bitte im Deutsch erklären, in der deutschen Grammatik? Partizip 3, ja. Partizip 3 ist das, was man nicht wirklich braucht, mehr. Ganz Dominik, einfach. Ja, ist der jetzt schon drin verblödet. Ist mir schon klar, deswegen hat er auch gesagt gehabt. Entweder hast du es einmal gesagt, oder du hast es gesagt, oder du hast es sagen gehabt. Nee, sagen gehabt klingt auch scheiße. Also, du hast es nur gesagt, so. Deutsch klingt immer scheiße irgendwo zwischendurch. Sprechen wir doch einfach Englisch. Englisch, okay? Englisch? That's time for English, babies! Yay! Let's go! Oh, scheiße, jetzt. Das war kein Englisch, Report. Nein! Dad, ich hab wieder auf gleiche Spur. Die Folge hier nähert sich auch langsam dem Ende. Ja. Deine Mutter nähert sich dem Ende. Schlechter habe ich noch nicht gehört. Doch, bei deiner Mutter. Letzte Nacht habe ich was Schlechteres gehört. Oh Mann, ey, die sind so schlecht. Wie passt das im Bett? Den Sprung verkackt. Ach. Mein Gott, ey. Dumm. Würde ich sagen, jeder hat noch drei Versuche. Und dann würde ich sagen, brechen wir die Tür ab. Jeder hat noch drei Versuche. Ja, aber ab wann? Ja, sag ab wann. Ja, den ich würde sagen, jetzt, wer jetzt runterfällt, ab dann fangen die drei Versuche an. Dann bleibt der stehen, hier unten. Fangen wir gemeinsam an. Nein, Mann! Was ist das für eine Scheiße? So, ich... Daniels erster. Achso, nein. So. Auf geht's. Ich hab die Vogelgrippe. Moment, nee, stopp. Er wollte jetzt zugucken bei mir oder was? Nee. Aber, Pascal. Ja. Du weißt, was ich da offen hab und es geht nur für die Challenge. Fick dich. Ich geh irgendwo hin, wo du mich nicht runterschlagen kannst. Du musst trotzdem einen dritten Versuch machen. Mich verarscht, Pascal. Ich stehe einfach auf dem Block, wo Daniel draufsteht, dann passt das. Verpiss dich! Daniel, wenn Dominik! Daniel, wenn du mich schlägst, ne? Pascal, verpiss dich hier! Jawohl, Pascal, das war dein erster und du bist jetzt im zweiten Versuch, Daniel. Komm, das machen wir jetzt eiskalt. Mann! Ja. Da krieg ich die scheiß Lampe! Nein, da krieg ich das nicht! Ja, zweiter Versuch für jeden. Nein! Dritter Versuch für Daniel. Das kannst du beobachten wir Daniel beim Runterfallen? Warte, ich beobachte Daniel beim Runterfallen. Das wird spannend. Nein! Ja! Scheiße! Fick dich! Du bist doch fick dich! Das ist doch ein Lackers! Hinter dir! Aber ich will mal eben was wissen, weil dieser Sprung ist eigentlich richtig scheiße. Warte mal. Pascal, du hast ja noch zwei. Oh wow, jetzt schaffe ich das oder was? Genau. Jetzt hat zwei versagt. Warte mal. So, ich habe noch zwei Versuche mit dem und jetzt noch letzten. Last try, bitches. Wie macht man den denn? Genau mit der Seite. Der hier? Der ist doch ganz einfach. Hab's geschafft. Ja. Darf jetzt trotzdem jemand da rausholen? Ach, wo ist der denn? Nee, Kisten Nein. dürfen nicht gelootet werden, Kisten wenn man... nicht gelootet werden, es sei denn, ich schaffe das jetzt in meinem letzten Versuch. Guckt überhaupt jemand zu bei mir? Ja.
Bin nur mal im gucken. Okay, 4 sind da drin. Niemand hat daran. Okay. 4 sind da drin. Ich leg die Challenge um. Okay, ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt und war inkompetent, Mama. Ey, was kommt denn hier jetzt eigentlich noch? Daniel, oh, da hinten kommt der Turm! Da hinten kommt der Turm! Ich würde sagen, das war's für die heutige Folge. Wir sehen uns am Freitag wieder mit dem zweiten Part. Wieso verabschiedest du eigentlich? Und bis dann. Nein, es ist nämlich noch nicht vorbei, denn, ihr wartet. Bildes! So. Ah, ich habe keine Erfahrungskosten. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut da rein, bis dann.